Guten Tag, Lokführer. Heute fahren Sie mit einem ICET von Dresden nach Leipzig. In Leipzig angekommen, übernimmt ein Kollege die Fahrt. Bitte lassen Sie die Passagiere hier einsteigen, bevor Sie um 14:12 Uhr abfahren. Und damit herzlich willkommen im Train Simulator Classic zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Bevor wir mit der Fahrt beginnen, möchte ich mich noch einmal sehr herzlich bei euch bedanken für eure zahlreichen Genesungswünsche, die unter dem Community-Post geschrieben wurden. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich da sehr drüber gefreut und ich hoffe, dass die Stimme jetzt soweit wieder okay ist, so dass nun auch in der kommenden Woche wieder Videos für euch veröffentlicht werden können. Ja, es ging mir in der vergangenen Woche jetzt nicht so gut, nach Silvester krank geworden, leider aber auch kaum etwas auf Vorrat. Am Montag hatte ich, glaube ich, noch ein Video gemacht für euch, aber danach ging da nicht mehr viel. Aber es geht ja anscheinend mit Erkältung und so weiter. Ja, hat ja, glaube ich, gefühlt jeden jetzt erwischt, die letzten vergangenen ein, zwei Monate. Ja, aber das ist so eine Sache für sich. So, Train Simulator Classic. Wir fahren mit dem ICE von Dresden in Richtung Leipzig. Es ist eines der hier Karriereszenarien, die zu dieser Strecke gehören. Und da das Ganze doch eine relativ lange Fahrt ist, wird es von dieser Fahrt zwei Videos geben. Heute geht es bis nach Riesa über Dresden-Neustadt und im kommenden Video geht es dann von Riesa nach Leipzig. So, also ich rüste unseren ICE soweit auf AFB. und wir können ja noch mal einen Blick hier hinauswerfen. Ich habe längere Zeit kein Train Simulator Classic mehr gespielt. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich den auch häufiger mal spielen soll. So, hier sehen wir auch den Dresdner Hauptbahnhof. Und ja, Train Simulator Classic scheint doch noch eine längere Zukunft vor sich zu haben. Zumindest gab es da vor Jahreswechsel einen Post von Entwickler Dovetail Games. Da werden wir später darauf eingehen. Wir können uns erstmal hier den Dresdner Hauptbahnhof anschauen. Einige Züge, die hier stehen und auf Abfahrt warten. So, unser Zug hier sogar in der Klimaschützer-Variante. Und ja, was so ein Running Gag ist beim ICET, ich zoome mal ein bisschen schneller hier vorbei, dass immer der erste Klasse Mittelwagen falsch gedreht ist und jetzt bei dieser Variante sogar hier ein falscher Endwagen ist, denn hier gehört eigentlich ein Endwagen, nicht hier ist der richtige Endwagen, aber bei uns vorne ist ein falscher Endwagen, denn wir müssten eigentlich im Endwagen der zweiten Klasse fahren. Aber wie gesagt, das ist dann schon, naja, eher Nietenzählerei. Ich glaube, den meisten von euch dürfte das eher nicht aufgefallen sein. So, das ist unser Zug, der ICET, der ja auch wirklich zwischen den beiden Städten unterwegs ist, zwischen Dresden, Leipzig und dann in der Regel geht es weiter in Richtung Frankfurt-Wiesbaden. Und ja, und wir werden eben dieses erste Teilstück heute übernehmen von Dresden in Richtung Leipzig Hauptbahnhof und fahren über Dresden-Neustadt bis nach Riesa. So, die Türen gehen zu. Und ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen wieder reinkommen hier in dieses Spiel. So, wir lösen die Bremse. AFB haben wir schon eingeschaltet. So, dann kann es losgehen. So. Dann können wir uns wahrscheinlich schon aus der PZB befreien. Jawohl. Ja, also der Train Simulator Classic ist eigentlich nach wie vor der beliebteste Eisenbahn-Simulator oder das beliebteste Eisenbahnspiel. Man denkt immer so, dass das dass es eben Train. Oh Gott, Moment, Moment. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich die SIFA hier zurücksetze. Ja, das ist wieder eine Taste vom Nummernblock. Also, Train Simulator Classic. Das Spiel gibt es schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Na, es gibt es auf Steam, glaube ich, seit. Also, die erste Version ist 2009 oder sowas rausgekommen und auf Steam gibt es das Spiel seit 2010, meine ich. Und diese Version, die es auf Steam gibt, die wurde dann immer über die Jahre hinweg immer wieder aktualisiert. Das ist jetzt nicht so, dass da alle 2 Jahre eine neue Edition dieses Spiels veröffentlicht wurde, sondern es ist dort in der Tat wirklich so, dass da eben eine Version im Jahr, die wurde irgendwann mal 2010 oder sowas auf Steam veröffentlicht und diese Version wurde dann halt eben irgendwann immer wieder durch kostenlose Updates aktualisiert. Und es gab bis 2022, bis zum April 2022 jährlich immer ein
Bündelpaket. Das waren dann halt meist 3 bis 4 Strecken zusammen zu einem meist immer recht günstigen Preis, die dann wahlweise gekauft werden konnten. Ja, wie funktioniert Train Simulator und warum ist das Spiel so erfolgreich? Das Spiel ist so erfolgreich, weil es über einen Editor verfügt. Einen Editor, wirklich einen vollständigen Editor, wo selbst Strecken gebaut werden könnten. Es kann selbst Content für dieses Spiel erstellt werden und in das Spiel ohne größere Schwierigkeiten integriert werden. Also das ist wirklich, solche Spiele suchen ihresgleichen. Ne? Da würde ein moderner Eisenbahnsimulator, der grafisch zwar schöner aussieht, kann davon nur träumen. Also ich muss echt schon sagen, das hat noch... da müssen wir wahrscheinlich noch sehr lange warten, bis das ein weiteres Eisenbahnspiel kann. Also wir haben den Editor, wo wir selbst Strecken bauen können, selbst Fahrzeuge können gebaut werden und halt in das Spiel integriert werden. Also es ist eine unglaubliche Vielfalt und dadurch, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, dass hier für dieses Spiel eben Sachen integriert werden können, ohne... mit dem Entwickler zusammenarbeiten zu müssen. Dadurch ist auch unglaublich viel Content für den Train Simulator entstanden. So, wir werfen auch mal einen Blick nach außen. So, achso, ihr seht, ich spiele es halt sehr, sehr selten. So, wir haben, während ich hier geredet habe, nun den Bahnhof Dresden-Mitte passiert. Und ja, überqueren jetzt hier die Marienbrücke. Da hinten im Hintergrund steht die Zigarettenfabrik. Und wir fahren jetzt ein in den Bahnhof von Dresden-Neustadt. Nehmen wir mal die Leistung zurück, denn hier müssen wir nämlich anhalten. Das ist unser erster Halt. Es ist ein Halt, der eigentlich nur zum Zusteigen ist nur ein Halt zum Zustieg für die Fahrgäste. Also du darfst jetzt offiziell, zumindest darfst du nicht hier in den ICE in Dresden Hauptbahnhof einsteigen und in Dresden-Neustadt wieder aussteigen. Es gibt sicherlich einige, die das trotzdem machen. Die Wahrscheinlichkeit, da erwischt zu werden, dürfte ja auch sehr gering sein auf diesem kurzen Teilstück. Aber offiziell kannst du dir zum Beispiel bei sowas eben keine Live-Fahrkarte kaufen von Dresden Hauptbahnhof nach Dresden-Neustadt für den ICE. So. Also, wir erreichen den ersten Halt Dresden-Neustadt. Sieht relativ leer aus auf den Bahnsteigen. Ja, Train Simulator Classic. Wie gesagt, früher hatte das Spiel immer eine Jahreszahl. Das begann, glaube ich, mit Train Simulator 2000. Also ursprünglich hieß es Railworks, dann hieß es, glaube ich, Train Simulator 2009. Und dann gab es fast jedes Jahr eben eine Edition mit der besagten Jahreszahl. Das Ganze ging bis zum Train Simulator 2022. Und dann irgendwann erschien Train Simulator Classic. Da haben viele gedacht, hier sehen wir den Bahnhof Dresden-Neustadt, da haben dann viele gedacht, okay, das Spiel wird jetzt wohl abgeschlossen sein. Da gab es auch dieses Bündel zum Train Simulator 2022, wo eben hier diese Strecke Dresden-Leipzig dabei ist. Und dann gibt es noch einen Teil der englischen West Coast Mainline sowie den amerikanischen Tachapi Pass, der hier dabei ist. Und viele dachten, das ist abgeschlossen, aber es gab vergangenen Jahr, im Dezember, dann doch noch ein Post vom Entwickler Dovetail Games. Und da sieht es so aus, als ob der Train Simulator doch noch eine längere Zukunft vor sich haben könnte, denn es soll jetzt im kommenden Jahr eben geprüft werden, ob es möglich ist, dass der Train Simulator weitere Updates bekommt, die beispielsweise dem Spiel erlauben, die Ressourcen moderner PCs auszunutzen. Das Spiel gibt es nur für den PC. Das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Ich glaube nicht, dass das noch für die Konsolen umgesetzt werden kann. Und das wurde ursprünglich für Systeme für Anfang der 2000er Jahre entwickelt. Und das soll jetzt geprüft werden, ob das möglich ist, dass der Train Simulator eben auch die Ressourcen modernerer und schnellerer Systeme eben entsprechend auch ausnutzen kann. Sehr interessantes Thema, da wurde dort ein bisschen aufs Detail gegangen, ob beispielsweise es möglich ist, dass kein DirectX 9 mehr oder neben dem DirectX 9 eben auch der Grafikbeschleuniger DirectX 12 unterstützt werden kann. Also ihr findet diesen Post auch bei Dovetail Games, Dovetail Live auf der Internetseite. Ist wirklich sehr interessant, was da so
noch geplant ist. Und wie gesagt, die ganzen technischen Updates, die sind ja alle kostenlos. Die kommen automatisch dann über Steam. Völlig egal, welche Edition ihr vom Train Simulator gekauft habt. Das Spiel ist technisch immer auf dem aktuellen Stand. Das ist völlig egal, ob ihr euch die Version 2012 gekauft habt. Das war für mich meine erste Edition. Oder ob ihr euch die 22er zuerst gekauft habt. Das ist ganz egal. Hauptsache, es ist eine Version, die eben schon zu Steam, über Steam gespielt werden kann. Beziehungsweise auf Steam gekauft wurde und dann. Ja, ich habe euch auch verschiedene Editionen vom Train Simulator in die Kanalbeschreibung hineingeschrieben. Das ist, glaube ich, 2020, 21 und 22 und eben das die Classic Edition. Wie gesagt, das Spiel ist immer auf demselben technisch auf demselben Stand, nur die Bündel, also das Content-Paket, Strecken und Züge, das unterscheidet sich. Es ist aber auch möglich, mehrere Editionen zu kaufen, weil drei Strecken zusammen sind immer günstiger als eine Strecke allein. Und das kann auch zugleich gekauft und installiert werden. Da habt ihr eben, wenn ihr alle Editionen kauft, die ich euch da hinterlegt habe, da habt ihr dann eben gleich mal 10, 12 Strecken. So, Fahrgast ist dann eingestiegen. Wir lösen die Bremse und können uns wieder auf dem Weg in Richtung Leipzig machen. Diesmal also. Dann geht es jetzt mit unserem Zug in Richtung Leipzig Hauptbahnhof. Ja, relativ leer sieht es hier aus am Bahnhof von Dresden-Neustadt. Da ist auch nicht mehr ganz so viel los, soweit ich das eben nachvollziehen kann. Da ist, früher war da mal ein bisschen mehr los an diesem Bahnhof. So, ja, jetzt verlassen wir diese Dresdner Stammstrecke. So auf der rechten Seite, da zweigen dann die Strecken in Richtung Ostsachsen ab, die dann bis Dresden-Klotzsche noch elektrifiziert sind. Aber das ist dann halt das Dieselnetz. Ostsachsen, wo viele die Siros immer zu sehen sind. So, und wir werden jetzt hier gleich unsere Höchstgeschwindigkeit, so wie es aussieht, erreichen können. Wir gehen jetzt nämlich gleich auf 160. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir keinen ja, Zug irgendwo vor uns jetzt haben, wo wir dann ganz plötzlich wieder runterbremsen müssen. Ich hoffe mal nicht so. Ja, jetzt habe ich natürlich die Zeit vertrödelt. Ja, wir können da mal auf die Streckenkarte bei Gelegenheit schauen. Hier ist nicht nur die Hauptstrecke dabei. So, wir sind jetzt hier Dresden gestartet, sondern es gibt ja auch diese Weißicker Kurve, die wir befahren können. Und im Raum Leipzig gibt es auch den Citytunnel, der ebenfalls befahrbar ist und der wird auch bei den Szenarien berücksichtigt. So, die Strecke Dresden-Leipzig, die ist in, ja, sag ich mal, zwei Teilen erschienen. Es ist irgendwann im vergangenen Jahr mal die Strecke, wie hieß die gleich? Dresden-Riesa erschien mit der Weißicker Kurve und dann im Zuge des Train Simulator Classic, wo das Bündel kam, dann kam auch die Strecke Leipzig, also diese Extension, diese Verlängerung dann von Riesa nach Leipzig heraus. Wie gesagt, in Leipzig kann auch der Citytunnel befahren werden und insgesamt ist das wirklich ein sehr interessantes Streckennetz. So, wir sausen jetzt hier durch das Stadtgebiet von Dresden, werden dann gleich Radebeul passieren. Jetzt geht es, wie gesagt, mit bis zu 160 Stundenkilometer und nicht ganz so fahren mit AFB. Da dürfen wir dann natürlich nicht so schnell fahren. Da sehen wir auch, dass das Spiel grafisch auch nicht schlecht aussieht, obwohl es schon, wie gesagt, so alt ist. Ja, hier die Neigetechnik bei dem Fahrzeug, die Baureihe 411 ist das. Die wird auch kritisiert, weil die wohl so relativ heftig ist. Deswegen ist das Fahrzeug in der Community eigentlich eben auch nicht. Eigentlich eher, es gehört nicht zu den beliebtesten Fahrzeugen. Wird jetzt aber auch nicht nur schlecht gemacht. Also mich persönlich stört das dann nicht. So, was es natürlich für den Train Simulator gibt und auch bei den Strecken, es gibt einen unglaublich großen Fuhrpark. Allein bei dieser Strecke gibt es beispielsweise eben ein Riesenangebot. Es ist der ICE-T dabei, es ist die Baureihe 101 mit Intercity-Wagen dabei, es sind, ihr seht hier, die S-Bahn ist dabei mit der 146, den Doppelstockwagen, inklusive fahrbarem Steuerwagen. Wir überholen gerade eine S-Bahn, toll, und die hat den falschen Stromabnehmer oben. Also es ist sehr, sehr viel hier an Rollmaterial dabei. Das war aber früher auch anders. Früher war das auch so zu den Anfangszeiten, dass da nur ein Zug dabei war. Aber wenn einmal die Züge im Spiel existieren, dann werden die meistens noch dazugelegt. Und das ist, ich finde, dass das wirklich eigentlich auch eine sehr, sehr schöne und tolle Sache ist.
Also es ist eine unglaubliche Vielfalt, die es für dieses Spiel gibt. Und da gibt es halt auch verschiedene Fahrzeuge, wie soll ich sagen, also verschiedene Klassen von Fahrzeugen. Und das, also oder verschiedene Qualitäten von Fahrzeugen, so vielleicht besser formuliert. Ja, wir haben jetzt hier die Fahrzeuge, hier den ICET, Fahrzeuge, die einfach zu steuern sind, aber dann gibt es auch sehr professionell gestaltete Fahrzeuge, zum Beispiel Virtual Railroads ist ein Anbieter, der, wo die Steuerung der Fahrzeuge schon fast real ist, oder 3D-Zug mit den hochwertigen ICE 4 oder ICE 1, wo man dann der Wert eher schon mehr in Richtung Realität geht. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Fahrzeugtypen bzw. Fahrzeugqualität, von einfachen arcade-lastigen Fahrzeugen, die wirklich sehr einfach zu fahren sind, bis hin zu, wo man wirklich komplexe Sachen alleine beim Aufrüsten und so weiter dann beachten muss. Ein Fahrzeug zum Beispiel Schritt für Schritt aufrüsten. Das sind halt sehr, sehr viele Sachen, die für dieses Spiel gibt. Also es gibt da eine unglaubliche Vielfalt. Allein die Auswahl an DLCs, die es für den Train Simulator Classic gibt, ich sage gar nicht umsonst. So, genau, kannst mich mal hier. So, hier haben wir zum Beispiel, meiner Meinung nach ist das hier ein Fehler. Ich bin diesen Abschnitt schon mal gefahren. Ich weiß nicht, was hier der Grund ist, warum wir eine Zwangsbremsung bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier nichts PZB beeinflusst, irgendwie gesehen. Ich habe die SIFA auch zurückgesetzt regelmäßig. Ich habe das schon mal gehabt. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare. Und das ist halt ein großer Nachteil, was hier diese PZB hier. Wir sind nicht mal in der Überwachung. Ich habe keine Ahnung, was hier das Problem ist, warum wir jetzt hier eine Zwangsbremsung gekriegt haben. Ich weiß es wirklich nicht. Vor dieser Auffahrt. Ich habe das mal bis hierhin oder bis Riesa hatte ich sogar mal Probe gespielt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was hier das Problem sein soll. Keine Ahnung. Also er meint ja, es ist irgendwas PZB-Technisches gewesen, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen. Also wie gesagt, natürlich ist es aber auch bei diesem Spiel so. Es kann mit PZB und SIFA gefahren werden. Es muss aber nicht mit PZB und SIFA gefahren werden. Das ist auch genauso wie im Train Sim World 3 freiwillig. Aber also man kann das machen, wenn man das möchte, aber man muss es nicht machen. Wie gesagt, und leider ist es hier beim Train Simulator sehr oft so, dass es da manchmal PZB-technisch gesehen, manchmal, wie gerade eben, ich kann es nicht nachvollziehen, warum hier eine Zwangsbremsung gewesen ist. Leider ist es dann eben wirklich hier dann manchmal so, dass, ich kann es wie gesagt nicht nachvollziehen, was jetzt hier der Grund war. Und das ist bei vielen, vielen Strecken so, dass das an manchen Punkten einfach nicht mehr nachvollziehbar ist. Sehr oft, ich sag mal so, in 90% der Fälle ist es nachvollziehbar. Aber hier zum Beispiel, also wenn jemand hier den Grund weiß, es war keine SIFA-Zwangsbremsung, es war, So, jetzt geht es hier aber erstmal hier nur auf 130, okay. So, jetzt verlassen wir die Stammstrecke Dresden-Leipzig. Jetzt geht es erstmal auf die Strecke Dresden-Berlin und bis zur sogenannten Weißiger Kurve. Und dann werden wir eben entsprechend von der Weißiger Kurve dann wieder auf die alte Strecke fahren. Diesen Bogen hier, diese Weißiger Kurve, das gibt es noch gar nicht so lange. Anfang der 2010er Jahre wurde das erst eröffnet. Das Ganze sollte dazu dienen, das Stellwerk in Coswig zu entlasten, denn auf dieser Strecke, gerade Abschnitt Dresden-Coswig, da ist ja unglaublich viel. Alleine die S-Bahn, ich muss den Streckenmonitor mal ein bisschen dünner stellen, so, allein die S-Bahn zum Beispiel zwischen die S-Bahn zwischen Dresden und Meißen-Triebelstahl, die verkehrt ja schon alle halbe Stunde. Dazu ist dort auch noch Güterverkehr unterwegs und damals eben noch die Regionalexpresszüge nach Leipzig. Und dann eben anscheinend noch früher noch der Fernverkehr. Und das ist natürlich klar, dass das einfach betrieblich dann an die Grenzen kommt. Deswegen hat man das dann irgendwann so geschaffen, dass diese Züge, die Fernverkehrszüge in Richtung Leipzig eben hier den Umweg
über diese Strecke nehmen. Wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal auf der Strecke hier in Richtung Berlin und dann werden wir auf die Weißiger Kurve dann fahren und dann uns bei kurz vor Weißig dann wieder auf die Strecke Dresden-Leipzig einfädeln. Finde ich auch schön, dass man das hier mit einbezogen hat. Die Strecke Dresden-Leipzig, die ist ja auch eisenbahnsimulatortechnisch ein Urgestein. Die gab es ja erstmals 2002 als Add-on für den damaligen Microsoft Train Simulator. Das war auch so, ich glaube, das erste Add-on, was ich gespielt habe. Das war so für mich damals der Einstieg gewesen in diese ganze virtuelle Eisenbahnwelt. Da war ich noch, ach, da war ich, glaube ich, noch in Aus. Ich glaube, im ersten Lehrjahr war ich da gewesen in der Berufsausbildung und dann gab es da doch mal den ersten PC und dann war da, glaube ich, so eines der ersten Spiele, was da drauf war, der Microsoft Train Simulator und eben hier, da war, glaube ich, da war schon die Deutsche Rheintalbahn dabei bei der Edition, die ich da hatte und dann habe ich mir sehr schnell danach auch die Strecke Dresden, also sehr schnell auch die Strecke Dresden. Wie es also Dresden-Leipzig gekauft und da war das genauso. Da war auch im Raum Leipzig eben entsprechend ein. Da war auch was anderes. Also da war eben auch dann schon so ein Teil vom Leipziger S-Bahn-Netz dabei. So, jetzt müssen wir ein bisschen hier auf die Geschwindigkeit achten. Das ist nämlich auch bei den neueren TS-Strecken so, dass du nicht erst kurz vor knapp runterbremsen kannst, sondern hier gibt es eben auch die tollen GPA. Magneten und die können uns dann auch sonst zwangsbremsen, wenn wir da ein bisschen zu schnell da drauf rauschen. So, sind wir bei 100, gleich bei den 120. Jetzt müssen wir, sind wir schon hier so weit an dieser Weißiger Kurve? Fragezeichen. Ich habe es gerade nicht so hundertprozentig in Erinnerung. Auch wenn er hier die Karriereszenarien spielt, wie gesagt, da gibt es ja eine Wertung mit Punkten. Ihr seht es ja auch unten über dem Ziel im Streckenmonitor aktuell 461 Punkte, weil wir ja Punktabzug durch die Zwangsbremsung hatten. Das Ganze lässt sich aber abschalten, die Karrierewertung. Da gibt es dann halt einfach nur grünen Haken, wenn ihr das Szenario alle Ziele erfüllt habt oder eben ein rotes Kreuz, wenn ihr das nicht geschafft habt. Denn es gibt ja einige Szenarien, wenn du da irgendwo zu spät kommst, kriegst du mehrere tausend Minuspunkte. Ist bei den aktuellen Strecken nicht mehr so. Ja, aber wie gesagt, Train Simulator Classic. Ich weiß, es ist jetzt viel, was ich euch hier über dieses Spiel erzähle. Ich bin auch schon da im Überlegen, vielleicht mal das ein oder andere Video, Tutorial-Video noch zu dem Spiel für euch zu machen, weil das eben auch unglaublich viele Informationen sind, die man dazu erzählen kann und da so richtig eigentlich gar nicht du weißt, wo du eigentlich anfangen sollst. Ja, allein schon die Kameraperspektiven, die wir jetzt hier einstellen können. Wesentlich variabler als in so manch anderem Spiel. Ihr wisst, von welchem Spiel ich hier auch spreche. Ich denke, das muss ich euch nicht erzählen, aber ich möchte jetzt auch nicht so oft immer mit dem Namen vergleichen. Also, viele fragen mich immer, was ist für dich der beste Eisenbahnsimulator? Es ist nach wie vor der, in der Tat nach wie vor der Train-Simulator, weil er einfach eine unglaubliche, einfach sehr, natürlich hat er mehr Content zu bieten. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es das Spiel seit gut 13, 14 Jahren auch schon gibt. Sondern er ist einfach auch wesentlich vielseitiger. Er hat viel mehr Features zu bieten. Allein der Editor, die Möglichkeiten, selbst wirklich sehr komplexe Szenarien zu bauen, Skripte einzubinden und für Zugdurchsagen. Und also da lässt sich ja mit dieser ganzen Skriptfunktion, also diese Lua-Skripte, da lässt sich ja noch wesentlich mehr machen in den Szenarien oder sei es im Fahrzeugbau. Also Ansagen, das ist halt nur eine Kleinigkeit. Da lässt sich noch viel mehr gestalten. Und diese Möglichkeiten, selbst Strecken zu bauen, selbst erstelltes Content eigentlich ohne größere Probleme in dieses Spiel einzubringen. Und das ist halt, das zeichnet halt den Train Simulator aus. Und ich denke mal, nicht umsonst hat jetzt Entwickler Dovetail Games bekannt gegeben, dann doch nochmal zu prüfen und zu schauen, ob da nicht doch es möglich ist, über verschiedene Updates für dieses Spiel vielleicht doch nochmal den Train Simulator auch für die aktuellen Systeme oder den so anzupassen, dass er eben auch die Leistung neuerer, aktuellerer Systeme so richtig ausnutzen kann. Denn es kommt bei dem Spiel, gerade bei solchen Strecken, bei den neueren Strecken, wie halt hier Dresden-Leipzig, wo eben sowas Großes wie der Leipziger Hauptbahnhof oder so zu sehen ist, da kommt es halt eben mal vor, dass das Spiel auch mal abstürzt. Das ist, will ich gar nicht kleinreden. Das passiert sowas. Das ist, bei älteren Spielen kann sowas passieren. Aber insgesamt ist der Train-Simulator schon deutlich
meiner Erfahrung nach deutlich stabiler geworden in den letzten Jahren. Also ich kann mich da noch gut an diese Editionen von 2014, 13, 14, gerade wenn du da im Editor unterwegs gewesen bist, da hast dich dreimal gedreht und schon hattest du diesen Something Bad Happens in Your System Meldung. Also das, und das war auch beim Spielen dann so gewesen, nicht nur beim Bauen, sondern auch im Spielen. Das war damals wirklich furchtbar, aber das wurde dann eigentlich ab 2014, glaube ich, wurde das dann so langsam Stück für Stück behoben, weil das dann so, naja. Ja, aber der Train Simulator, wie gesagt, für mich nach wie vor der beste Eisenbahn Simulator. Vielleicht mal ein paar Informationen hier zur Strecke. Bahnstrecke Dresden-Leipzig gilt als eine der ersten deutschen Fernbahnen und wurde im Jahr 1839 eröffnet. Damals mit Lokomotiven wie beispielsweise der Saxonia. Die Strecke auch lange Zeit eine der wichtigsten Fernverkehrsstrecken in Sachsen und auch heute noch. Internationalen Zugverkehr, den gibt es auf der Strecke bis auf ein Zugpaar. Ich glaube, ein Zugpaar gibt es Leipzig-Prag, ansonsten findet der dort nicht mehr so statt. Aber es gibt Fernverkehr mit dem ICE von Dresden, also ICE-Linie Dresden, Frankfurt am Main-Wiesbaden. Dann gibt es Intercities von Dresden, die mit dem Doppelstock Intercity gefahren werden, also Intercity Dresden-Köln. Wer übrigens das DLC Intercity 2 besitzt für den Train Simulator Classic, der kann hier sogar ein zusätzliches Karriereszenario spielen und im Intercity von Leipzig über Riesa nach Dresden fahren. Das sei jetzt hier mal nebenbei erwähnt. Gibt es also die durchaus Möglichkeiten. Übrigens hier, das ist die besagte Weißiger Kurve, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wo wir jetzt diese Strecke verlassen und wieder auf die Leipziger Strecke uns einfädeln werden. Ja, also, jetzt habe ich wieder einen Faden verloren. Super. Strecke Dresden-Leipzig, also wichtige Fernverkehrsstrecke, auch schon zu DDR-Zeiten und davor. Fernverkehr, Intercity und ICE. Früher gab es auch mal Interregio-Verkehr auf dieser Strecke. Dann gibt es den Regionalexpress RE50 Saxonia. Der wird aktuell noch mit dem Talent 2 gefahren. Kann auch hier im Spiel mit dem Talent 2 gefahren werden. Dieser Regionalexpress verkehrt stündlich pro Richtung, in der Regel in der Hauptverkehrszeit 5 plus 3, also ein fünfteiliger Talent mit einem dreiteiligen zusammen, in der Nebenverkehrszeit fünfteiliger Talent, aber ich habe auch schon einzelne dreiteilige da fahren sehen, wo sich die Leute dann da förmlich drin stapeln. Das muss auch gerade in Zeiten von 9-Euro-Ticket, muss das ein Erlebnis für sich gewesen sein, also zumindest was ich da von außen gesehen habe. Ich bin jetzt derzeit natürlich nicht mit dieser Linie gefahren, aber ich habe es teilweise von außen gesehen, was da an diesen Zügen auf dieser Verbindung los war, und das war, naja, also ich möchte nicht da drin gesessen haben, sagen wir es mal so. Und ja, was gibt es da noch zu erzählen? Ansonsten gibt es natürlich in beiden Großstädten eine S-Bahn. Hier verkehrt sie zwischen Coswig, also hier verkehrt die, hier entlang der Strecke führt ein Teil der Dresdner S1 von Dresden Hauptbahnhof bis nach Coswig, bevor sie dann nach Meißen abzweigt. Der Abschnitt nach Meißen, der ist hier bei dieser Strecke nicht enthalten. Genau, und so, also wie gesagt, der Ast nach Meißen, der ist nicht dabei. Dann gibt es im Raum Leipzig auch den S-Bahn-Abschnitt der S3 von Wurzen in Richtung Halle-Saale. Der kann, glaube ich, teilweise befahren werden. Also wie gesagt, im Raum Leipzig kann ja sogar hier im DLC, beziehungsweise bei dieser Strecke sogar der besagt der Leipziger City-Tunnel befahren werden. Ich glaube, bis Leipzig-Stötteritz kommt man hier sogar, wenn man das möchte. So, hier Geschwindigkeiten komplett einhalten. Also selbst bei einem kmh drüber gibt es schon die besagten Minuspunkte. So, lassen wir den mal schön rollen. Und jetzt sind wir wieder auf der alten, ursprünglichen Strecke Dresden-Leipzig. So, der größte Unterwegs halt zwischen Dresden und Leipzig, das ist Riesa, das wir in den wenigen Minuten erreichen werden. 13 Kilometer sind das noch. Jetzt werden wir aber nicht mehr ganz so schnell hier unterwegs sein, sondern wir stellen das Ganze jetzt einfach mal runter.
Und das war natürlich ein bisschen zu schnell, was wir jetzt hier eingestellt haben. Ah, ihr seht, das ist... Achso, Moment, das... Ach, stimmt, das ging ja auch hier mit der Taste. Richtig. Moment. Nee, ganz das war hoch. Aber warte mal, Y war das eine. Was war das andere? Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist das Schlimme, wenn man diese Spiele nicht so oft spielt. C, glaube ich, ne? Genau, C. Richtig. So. Jetzt aber passt es. So, und jetzt sehen wir den ursprünglichen Bahnhof Weißig. Der ist schon seit einigen Jahren stillgelegt. Hat man aber auch schön... Oh, Leute, das ist aber immer gleich die 8 drücke. Entschuldigung. Ja, der Bahnhof Weißig, stillgelegter Bahnhof. Dafür gibt es ja den Bahnhof Nünchritz. Jetzt können wir ruhig auch wieder ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, dass wir viel zu langsam gerade unterwegs sind. So, was kommt denn jetzt noch? Glaubitz, Nünchritz und danach sind wir doch normalerweise schon in Riesa. Wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, ja. Ist natürlich eine Strecke, die ich auch im Vorbild kenne und sehr oft schon abgefahren bin als Fahrgast. Ja, und ich finde gerade, wenn ihr mit dem Train-Simulator noch gar nicht gespielt habt, wie gesagt, allein der Kauf von solchen Bündelpaketen lohnt sich schon, weil die wirklich sehr, sehr preiswert zu bekommen sind. Und es gibt wirklich eine unglaubliche Vielfalt an Strecken. Und damit meine ich nicht nur das, was auf Steam erhältlich ist. Es gibt dadurch, dass dieses Spiel ja einen Editor hat, gibt es ja auch viele Drittentwickler, die eben Strecken bauen für dieses Spiel, Züge bauen, Szenariopakete, ZugSimFan, gerade wenn ihr zusätzliche Szenarien spielen wollt, schaut mal bei ZugSimFan vorbei. Dann 3D-Zug mit den hochwertigen ICE, die dort angeboten werden. Oder... was gibt es denn da noch so Schönes? Oder von Virtual Tracks die Strecken, die Berliner S-Bahn. Also da gibt es ja einmal diese S25. Dann wird aktuell dort die Berliner Ringbahn gebaut. Oder was gibt es denn noch für Streckenanbieter? RSSLO, wo es ganz viele Strecken aus Österreich gibt. Dann sogar Strecken aus Slowenien. Und mittlerweile auch eine gewisse Anzahl an deutscher Strecken. Im süddeutschen Raum. Also es gibt da so unglaublich viel Content. Allein wenn ihr alle DLCs für dieses Spiel auf Steam kaufen würdet, dann zahlt ihr dann schon so viel, fast schon so viel Geld wie für so ein kleines neues Auto. Also das sind, glaube ich, 6.000 oder 7.000 Euro, wenn man alle kaufen würde. Wirklich alles. Dann ist das richtig krass viel Geld. Also ich habe schon sehr viele DLCs, glaube ich, auf Steam für dieses Spiel. Ich glaube, es ist im dreistelligen Bereich, also die Anzahl der Train Simulator DLCs. Aber, ja. So. Aber es sammelt sich dann auch, wenn du greifst. In diesem Sale mal zu, und selbst im Steam Sale muss man da echt aufpassen, im Winter Sale oder im Summer Sale. Ja, die Strecke von, also normal kosten ja neue Strecken-DLCs in der Regel 30 Euro. Ja, da sind die dann auf 15 Euro reduziert. Naja, dann hast du drei Strecken im Korb. Ja, da bist du auch schon wieder bei 45 Euro. Also da sollte man selbst dann auch aufpassen. So, ja, also für mich, wie gesagt, Train Simulator nach wie vor eines der besten Spiele. Und wie gesagt, es gibt halt ja auch die Zugsicherungssysteme PZB, SIFA. Und im folgenden Video, da werdet ihr das dann auch sehen, dass es da auch die LZB gibt. Denn zwischen Riesa und Leipzig, da ist ja ein Streckenabschnitt, der wo sogar Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometer gefahren werden können. Zwischen, ich glaube, Burnitz und Leipzig-Engelsdorf. Also da wird dann komplett durchgesaust. Ja, aber alles der Reihe nach. So. Ich finde auch, dass das, wie gesagt, das ist ja mit einer der neuesten deutschen Strecken. Ich glaube sogar, dass es noch die neueste ist, weil ich glaube, eine weitere deutsche Strecke von Dovetail Games gab es seitdem, glaube ich, gar nicht mehr. Und das sieht man auch so an den Schienen, also an den ganzen Oberbau der Schienen, an den Schwellen, dass man da schon ein bisschen mehr Wert auf Detail gelegt hat. Ja, hier kommt zum Beispiel, glaube ich, die Strecke, das ist die Strecke von Elsterwerda, die hier gerade einmündet. Also wir sind, sehr, sehr nah an Riesa. Hier zweigt dann die Strecke in Richtung Falkenberg-Elster ab. Wird heute noch vom Güterverkehr benutzt. Früher gab es da auch eine Regionalbahn, die da zwischen Riesa und Falkenberg-Elster unterwegs war. Aber die ist schon seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr dort unterwegs, sondern die Strecke wird dann nur noch für umgeleiteten Fernverkehrszügen und Güterzügen benutzt.
So, für uns, wir haben davon nur eine 80, das heißt für uns natürlich erst einmal über Wahrungsgeschwindigkeit. So, es fädelt sich dann noch das zweite Gleis hier von Falkenberg ein. Und dann geht es jetzt noch über die Elbbrücke von Riesa. Und gleichzeitig müssen wir da sicherlich noch mal was quittieren. So, jetzt hier die Elbbrücke. Der Abschnitt ist ja sogar dreigleisig, ist auch im Vorbild so. Wobei von der neuen Elbbrücke in Riesa das dritte Gleis als erstes wieder aufgebaut wurde. Da gab es ja 2002 in Sachsen eine ganz schlimme Hochwasserkatastrophe. Und da hat es unter anderem damals die Elbbrücke in Riesa weggespült. Und da hat man es wirklich innerhalb von 2 Monaten, richtig, 2 Monate hat man es wirklich geschafft. Ich hab es satt, ich hab's satt, ich hab's wirklich so satt hier. Aber das war jetzt wirklich mein Fehler. Das ist halt dann das, wo es dann. Ja, das war jetzt aber hier mein Bedienungsfehler. Das ist, weil einfach diese 80, also hier am Signal anscheinend was quittiert werden muss. Ja, genau. So. So, das war jetzt aber mein Fehler gewesen, weil ich ja irgendwas vergessen habe zu quittieren. Weil ihr seht es ja selber hier, die besagten Dinge. Also ich habe ja auch vergessen, ich habe es aber auch nicht gesehen, das Geschwindigkeitsschild. Ja, also man hat es wirklich innerhalb von 2 Monaten geschafft, dann diese Brücke hier wieder aufzubauen. So, hier wird sogar ein haltzeigendes Signal. Okay, haben wir ein riesen haltzeigendes. Wir könnten es. Ne, wir schaffen das. Das schaffen wir nicht mehr. Ist auch wieder hier die Sache, wie schnell darf ich jetzt überhaupt hier noch fahren, wenn ich gerade wieder am Beschleunigen bin? 45 oder weniger? So, lassen wir den einfach rollen. Wir können jetzt hier gemütlich über die Elbbrücke sausen. Riesa auch eine Industriestadt mal gewesen. Ja, das kostet natürlich Zeit. Wir hätten es sonst pünktlich wahrscheinlich ohne diese zweite Zwangsbremsung, aber die war, glaube ich, absolut berechtigt. Wie gesagt, mich interessiert es eher, wo war das Problem der ersten Zwangsbremsung? Das würde mich viel früher eher interessieren. So, die Frage ist natürlich, was sagt das Signal dann bei der zweiten? Also, Einfahrt in Riesa, das Ganze trotzdem noch auf diese Minute 46. Auch trotz der zwei Zwangsbremsungen und punktemäßig hält sich der Punkteabzug aber auch sehr im überschaubaren Bereich. So. Darf ich mich hier? Ich glaube ja. Das ist schon mal gut, wenn ich mich hier befreien durfte. So, also. Wir erreichen Riesa immer noch. Also, ich glaube, innerhalb dieser Minute zählt das noch als pünktlich. Nur man darf halt nicht komplett außerhalb des Zeitfensters ankommen. Dann zählt das dann wirklich als nicht gehalten. So, damit haben wir das Tagesziel Riesa heute erreicht. So wie es aussieht, macht meine Stimme dann anscheinend wirklich wieder mit. Gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch für heute hier und freue mich, wenn ihr im nächsten Video, im zweiten Teil der Fahrt, wieder dabei seid. Habt dann bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.